Er ist dafür bekannt, ein wenig zu lange Arme und Beine zu haben und es trotzdem im Showgeschäft geschafft zu haben. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns Joachim Joko Gurki Winterscheid. Ich komm gleich. Ich komm gleich, Sabine, aber ich komme hier nicht zu Eraser raus, das kannst du kriegen. Weißt du? Ich habe mir richtig Gedanken, weil es so ein schönes Lied. Eraser, zu uncool. Nein, nicht zu uncool, einfach nicht angepasst, finde ich. War auf Bravo Hit 6, hatte ich. Ist nicht angebracht bei meinem Style heute. Okay, alles klar. Okay, also ich gehe noch mal rein, komm noch mal raus. Ja, okay. Gut, okay, also willst du was Cooles, ne? Ja. Mit einem coolen Beat, dass sich junge Leute hören? Von mir aus. Okay. Da habe ich bestimmt noch was im Köcher. War mir ja schon klar, ne, dass er wieder nicht mit zufrieden ist, der feine Herr. Aber ich habe etwas, da muss man wirklich sagen, also wenn man nicht cool ist, dieser Song verleiht einem Coolness, und zwar jedem Menschen auf der Welt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann, der extra an seine Anzüge noch mal so 10 cm überall dran geschnitten bekommt, weil es das wirklich nicht von der Stange gibt, um ihm zu passen. Hier ist Joachim C. Winterscheid. Sag mal, für wie dumm hältst du mich? Für wie dumm hältst du mich, dass ich zu der Musik... Auch nicht cool genug. Was denn, Alter? Da spielst du ein Typen Bongo. Das höre ich immer, wenn ich hier in Berlin im Volkspark Friedrichshain, wenn ich zum Slackline gehe, höre ich das immer. Und ja. Safri Duo ist jetzt auch so uncool, oder was? Wann war Safri Duo cool? Wirklich? Gut. Okay, komm, ein noch. Ein noch. Ein noch. Ich sag dir, das kann von mir aus die ganze Sendung so gehen. Mir soll's egal sein. Oh Gott, ey. So. Ja, denn, also, meine Damen, mach die Tür zu. Ja, dauert einen Moment. Also, meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf Deutschlands effektivsten Gesichtsvermieter. Meine Damen und Herren, hier ist Joachim Winterscheid. Hallo. So, also, man muss dazu sagen, wenn wir einen Gast haben hier bei Zirkus Halligalli, dann, wie das normalerweise abläuft, ne, kommt er halt da runter, dann haben wir dem vorher in der Kabine irgendwie irgendwas erzählt, was wir besprechen wollen, irgendwelche Lügen verbreitet vorher. Dann stellen wir mal 4 nette Fragen, die schneiden wir dann nachher raus, damit der Gast erstmal gut drauf ist. Ne? Sag ich, Mensch, also, dass du es eingerichtet konntest, ist ja wirklich, du hast einen vollen Terminkalender. Ja, habe ich wirklich. Und es ist wirklich super, dass wir hier die Gelegenheit haben. Du verleihst dieser Sendung einen ganz besonderen Glanz, einfach nur mit deiner Anwesenheit. Danke, danke. Aber mir war es wichtig. Ich wusste, dass das hier ja bald zu Ende ist mit der Show. Und ihr hattet ja schon 4 Jahre immer wieder angefragt. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt kommt kurz vor Schluss. Genau. Auch wenn ich vorher auch immer Zeit gehabt hätte. Das ist die erste Frage, die stelle ich normalerweise, wenn der Gast reinkommt, die schneiden wir raus, ja? Ja. Und dann geht es direkt weiter mit den harten Facts. Was soll die Scheiße? Ich habe mit dem feinen Schal, den ich dabei habe. Ein was? Das ist ein Schal. Das ist eine Mischung aus Jeans und Schal. Schal. Das ist mir tatsächlich in so einen Moment gekommen, du kennst wahrscheinlich auch, ne? Es ist kalt, aber irgendwie doch nicht das richtige Wetter für einen Schal, ja? Also dich dürstet es noch etwas um den Hals, aber ein Schal ist nicht das Richtige. Und ich hatte so einen Moment, wo ich Jeans aussortiert habe und dachte mir so, ey Mensch, Schal ist doch
viel, viel besser. Und da hast du tatsächlich natürlich dann auch so aufgrund dessen, dieser klassische Schal, wie ich ihn jetzt so trage, ja, mit The European, das ist der Knoten, den ich hier erfunden habe, das ist der The European. Du kannst natürlich auch ganz andere Schals tragen. Ich habe hier mal einen Schal mitgebracht für dich, ja. Eine Sekunde. Hier. Das ist der Fanschal. Ja. Da gibt's diverse Variationen. Kannst du einfach mal umhängen. Komm her. So, ja. Ganz lächer. Oder hier auch gut. Sieht man schon. Das ist der Künstlerschal. Ja, das ist tatsächlich einfach ein, finde ich, ernstzunehmender Hype, den ich auslesen werde. Und du wirst dich wundern, wenn das Ding einmal um die Welt gegangen ist, ne? Wenn ich alte Jeans zu Schals gemacht habe, dann bist du aber ganz schön jealous. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir zu dem Teil in der Sendung kommen, wo ich mir auch mal was wünschen darf. Ne? Ja, ich habe tatsächlich noch, wenn ich schon Promo hier machen darf für meinen Schal, ja, ich fände es schön, wenn Leute diese Mode fortführen und das tatsächlich tragen würden und das mit dem Hashtag Schal, ich buchstabiere das ganz kurz, J-A-L. Wenn die Leute das mit dem Hashtag Schal versehen, dass ich einfach sehe, dass dass mein Auftritt hier nicht umsonst war. Ja. Ja, du hast genauso irre gelacht wie Wolfgang Job und du siehst auch noch so aus. Wirklich.